Sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Auf die üblichen rassistischen Provokationen der AfD will ich hier eigentlich gar nicht mehr sprechen. Es ist klar, die machen ihr Geschäft genau auf die Weise. Die möchten, dass wir jetzt provoziert alle als Redner Pult springen und alle reden durch ihre Themen und alle Themen. Das werden wir nicht. Nein. Wir können uns über alles Mögliche streiten, das tun wir hier regelmäßig, aber wir haben mit Sicherheit eine große Bandbreite von politischen Differenzen. Aber ich glaube, in einem sind wir uns hier schon einig, fast alle Fraktionen. Niemand bestreitet, dass die Flüchtlingspolitik, die in Kassel in den letzten Jahren betrieben wurde, eine war, die ein relativer Erfolg war, insofern, als dass wir keine ernsten Probleme hatten. Wir haben keine Flüchtlingskrise, wir hatten auch keine. Das müssen wir uns auch gar nicht einreden lassen. Und insofern geht es hier heute in unserem Antrag um etwas anderes. Und ich will nur kurz auf die Debatte eingehen. Herr Sprafke sagte, unser Antrag schadet nichts, nützt aber nichts. Eine Symbolpolitik. Frau Tesfaye-Jesus hat es ja im Prinzip ähnlich formuliert. Die Zuständigkeiten des Bundes und des Landes, die bestreiten wir nicht. Aber es geht hier in der Tat um ein Signal. Ich glaube, wir haben eine Situation, in der solche Signale wichtig sind. Und es ist wichtig, dass gerade Kommunen solche Signale aussenden. Denn wir haben eine Situation, in der das Flüchtlingselend auf dem Mittelmeer und die europäische Grenzsicherungspolitik ein derart desaströses Ausmaß angenommen haben, dass wir nur die Wahl haben, wir schweigen oder wir erheben laut unsere Stimme dagegen. Und wir möchten, dass die Stadt Kassel laut ihre Stimme erhebt und sagt, ja, wir wollen tatsächlich ein sicherer Hafen sein und wir wollen tatsächlich, dass geflüchtete, gerettete Bootsflüchtlinge hier aufgenommen werden. Das ist wichtig. Und insofern ist diese meinetwegen Symbolpolitik eine, die ganz praktische Folgen hat, weil sie den Druck auf die Bundesregierung und die Landesregierung erhöht. Bitte greifen Sie das auf und nehmen Sie diese Gelegenheit wahr, das zu tun. Es ist eben nicht egal. Und es ist in diesem Zusammenhang tatsächlich auch so, dass wir eine Resolution im letzten Herbst beschlossen haben, die für sich genommen gut und richtig war. Wir gehören ja auch zu den Mitaufrufern, mitantragstellenden Fraktionen. Aber die Kritik von Anfang an war, dass diese Resolution eben folgenlos ist, weil sie nicht die konkrete kommunale Verantwortung, die konkreten kommunalen Handlungsmöglichkeiten betont. Und das ist auch eine Forderung der Seebrücke, dass sowas eben kein Papier bleibt, sondern dass da konkrete kommunale Handlungsmöglichkeiten abzuleiten sind. Die haben wir und die können wir auch in dieser Form einbringen.